als ich ungefähr so groß war wie die Miriam, da habe ich mal einen Zauberer gesehen. Und der machte Folgendes. Der sagte, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielkarten. Und dann nahm er von diesen 6 Spielkarten 1, 2, 3 Spielkarten weg und hatte wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielkarten übrig. Zauberstab. Ganz wichtiges Requisit für Zauberer. Bevor ich mit dem Becherspiel anfange, möchte ich euch gerne ein Quickie zeigen. Ein Kunststück, das geht so schnell, dass ihr ganz genau hingucken müsst. Seid ihr bereit? Also, seid ihr fertig? Ja! Das darfst du schon mal als Erinnerung an diesen Abend behalten. Und die anderen beiden Enden, die verknote ich jetzt. Ja? Ja? Schau wirklich auf die Finger, ne? Ja, ich hoffe das. Und jetzt schneide ich die auch noch ab. Jetzt haben wir nur noch einen Knoten am Seil. Okay. Okay. Jenny, du bist bereit für deine zauberische Handlung? Ja. Ja? Okay, Jenny, mach nochmal. Vorsichtig reiben und auf den Daumen. Auf den Daumen? Ja. Und jetzt, nimm mal dieses Ende. Nee. Einmal noch ein bisschen zaubern bei diesem Zauberkunststück. Ich kann das Ganze nämlich auf Französisch. Und das geht so. Einmal kommt sie, einmal kommt sie, et voilà. Und jetzt. Den kannst du auch noch als Erinnerung behalten. Dankeschön, Jenny! Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich bitte an alle, die ihr mögt, weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann empfehlt mich bitte an alle die, die ihr nicht mögt. Mir bleibt nicht viel mehr zu sagen als ein leises Dankeschön. Ich werde meine Last jetzt weitertragen und hoffe, wir werden uns irgendwann, irgendwo mal wiedersehen.